So, also. Thema Rheinwiesenlager. Ich habe ein bisschen recherchiert, um genau herauszufinden, wo die Rheinwiesenlager in Heilbronn waren. Und zwar waren die in Heilbronn-Büggingen, und zwar hier. Genau hier, das ist praktisch der obere rechte Rand, auf dem ich gerade stehe. Auf dem Weg nach Frankenbach. Das hier ist Frankenbach. Das ist auch meine alte Heimat. Hier habe ich einen großen Teil meiner Kindheit verbracht, so ab 6 Jahren, also als ich 6 Jahre alt war. Und ich hatte einen Hund, den Flocki, das war ein Zwergspitz. Und ich hatte hier gewohnt, da wo dieses Hochhaus ist, ne, da drunter, da ist etwas weiter oben ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus, je nachdem, wie man es nimmt. Und da hatten wir gewohnt, und ich bin dann immer übers Feld hierher gelaufen. An dem Punkt, wo ich jetzt stehe, war damals, das war ja noch in den frühen 70er Jahren, war hier eine Barackenstadt. Eine Barackenstadt. Hier waren so kleine Lagerhäuser, wo man irgendwie welche Sachen eingelagert hat. So ganz alte, aus Holzbeschlägen gezimmerte Baracken. Ich fand das als Kind immer total interessant, weil das hatte was von Wildwest, ne? Wie so eine kleine Wildweststadt hat es ausgesehen. Und wenn ich mir jetzt heute überlege, warum ich damals immer hierher wollte, was mich hierher zog, immer hierher zu kommen, es roch auch nach Öl und nach Schmierfett und so weiter. Das habe ich damals schon gern gerochen. Aber dass hier diese Rheinwiesenlager waren, in den Mitte der 40er Jahre, ne, bis 1946 rum, 47, das wusste ich nicht. Und als ich jetzt hierher gefahren bin, wusste ich genau, wo ich hinfahre. Ganz genau, nämlich an den Punkt, wo mich meine Kindheit immer daran erinnert, dass ich hier einen großen Teil meiner Kindheit verbracht habe. Und jetzt schließt sich irgendwie der Kreis gerade für mich. Ja, weil da ganz viele Emotionen gehen da hoch. Ja, ich habe voll die Gänsehaut, ja, und in mir drin brodelt es gerade. Aber total. Ja. Das hier, was man hier sieht, dieses Wohngebiet, das nennt sich die Schanz. Und die Schanz selber gehört auch zu dem Gebiet der Rheinwiesenlager. Also alles, was hier steht, was hier gebaut wurde, noch 800 Meter weiter runter ungefähr, so laut Plan, waren hier diese Rheinwiesenlager. Und da stehen heute diese Wohngebäude drauf. Im Prinzip so wohnsiellos. Schön ist es nicht, ja, aber ich meine, es muss einem halt gefallen, wenn man hier wohnt. Mir persönlich wird es nicht gefallen. Aber jetzt unter den Umständen, dass die Häuser auf Grund stehen, wo ganz viele Menschen ums Leben gekommen sind, wollte ich dort schon dreimal nicht leben, weil die Energie dann doch da ist. Und die ist da. Und das spürt man jetzt auch ganz deutlich. Ne? Die ist hier, weil man in dem Bewusstsein ist, dass hier das irgendwann mal war. So, jetzt sind wir hier an einem Punkt gelangt. Da steht noch einer oder zwei so Baracken von damals stehen noch. Das ist aber heute scheinbar ein Taubenschlag. Ich höre hier Tauben. Aber, wie gesagt, diese kleine Wildwest-Barackenstadt, die damals da hier noch war, oder stand, die ist nicht mehr da. Der Weg war damals auch noch nicht geteert, sondern das war irgendwie nur so ein Schotterweg. Kann ich mich auch noch erinnern. Das war eine Piste, mehr oder weniger. Keine geteerte Straße, so wie heute. Ja, hier. Da hinten, das ist das Wohngebiet Kreuzgrund. Hier ist das Kraftwerk von Heilbronn. Kann man auch erkennen. Ja, aber wir sind hier noch gut 1,5-2 Kilometer vom Neckar weg, Frankenbach. Wenn man hier den Weg weiterläuft, kommt man nach Leingarten. So, jetzt kommen wir gleich auf die Wegkreuzung, weil das war immer ein wichtiger Punkt.
für mich als Kind, weil ich hier immer hergekommen bin, zum mit dem Hund spazieren zu laufen. Und ich habe doch hier so manches erlebt. Also von hier bin ich immer gekommen. Das war der Weg von Frankenbach hier rauf. Und diese Rheinwiesen, die haben irgendwo laut Plan, wenn ich es jetzt noch so ein bisschen im Kopf habe, da angefangen ungefähr, wo dieses Haus mit dem roten Dach steht. Das war die Linie, ne? Das Haus hier, dieses Haus. Und dann denkt man sich, denn die Linie hier rüber, wo das Feld aufhört. Also laut Plan ist das praktisch der äußerste rechte Rand der Rheinwiesenlager. Und dann von dem Haus angesehen ungefähr 800 Meter. Hier ist ein Gemarkungspunkt. Schau, hier der Gemarkungspunkt. Der ist es, weil das gehörte noch zu Böckingen und das gehörte zu Frankenbach. So, also, dann lief es praktisch da runter noch ungefähr, ja, ich schätze mal so einen halben Kilometer da rein und dann ging das quasi noch eineinhalb Kilometer etwa da runter. Das waren die Rheinwiesenlager in Heilbronn-Böckingen. Es gibt noch ein zweites, vielleicht fahre ich da auch noch hin, das ist das Wohngebiet Haselder, heißt es heute. Und genau auf dem Wohngebiet hat mein Vater eigentlich sein Elternhaus. In der Lengelter Straße nämlich. Also in der Beschreibung in Wikipedia habe ich gelesen, dass die Bahnlinie, da kommt nämlich eine Bahnlinie da unten, dass das praktisch die Teilung war. Und die beiden Lager waren von beiden Seiten an der Bahnlinie entlang mit starkem Stahldraht wohl abgesperrt, sodass die eine Seite nicht zu der anderen Seite kommen konnte. Hier geht's nach Leingarten, hier geht's zum Wohngebiet Schanz und hier auch diese Beschilderung. Ja, Schanz, rechts, links Frankenbach, 0,8 Kilometer. Und Böckingen-Schanz, diese 700 Meter, 0,7 Kilometer, plus nochmal ein halber Kilometer weiter. So kann man sich etwa die Dimension vorstellen, die hier war, als diese Rheinwiesenlager hier waren. Und wenn man sich überlegt, dass hier zeitweise mehr als 100.000 Männer lebten, eingepfercht auf seinem kleinen Gebiet. Die Stadt Heilbronn selber hat heute 125.000 Einwohner mit allen umliegenden Eingemeindungen. Ja, und die Stadt hatte damals weniger Einwohner als das Lager hier Leute aufgenommen hat. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Soldaten, die hier in Gefangenschaft waren, vom US-Militär mehr oder weniger so weit gebracht wurden, dass die tatsächlich auch ihr Leben verloren haben. Und es waren garantiert nicht wenige, kann ich mir vorstellen. Ja, ich laufe mal noch ein kleines Stück bis zu den Häusern vielleicht. Aber es ist echt so, dass man, wenn man es dann weiß und in dem Bewusstsein ist, dass hier was war, dass hier auf dem Gebiet Menschen waren, die um ihr Leben, um ihr Überleben gekämpft haben, hoffen und bangen und die traumatisiert vom Krieg zurückkamen und dann hier in so einem Lager landen mussten. Das ist ja fast auch wie so ein Ende, ja, das Ende. Also ich stelle mir nichts Schlimmeres vor als das. Als so zu enden, es ist die Hölle auf Erden. Wir können eigentlich alle froh sein, dass wir das nicht haben mitmachen müssen, sowas. Ja, da wo die Bäume stehen, da war diese kleine Stadt, diese Barackenstadt, die ist heute
tolles Wetter heute im Übrigen, am 21.06.2021. Heute ist Sonnenwende, der längste Tag. Es gibt ja auch einen Film aus Kriegszeiten, der hieß ebenfalls Der längste Tag. Ich habe eigentlich gehofft, nie einen Krieg erleben zu müssen, nie. Ja, in meinem Leben, solange ich lebe. Und dass ich dann doch mal sowas wie einen Krieg erlebe, denn das, was wir jetzt gerade haben, das ist Krieg. Ja, das ist Krieg, auch wenn wir es nicht sehen. Es fallen keine Bomben und es fallen keine Schüsse. Trotzdem ist das, was wir haben, ein Krieg, ein Medienkrieg, ein Krieg um Betrug und um Lüge und um wirtschaftliche, niedere Gründe, ja, kriminell. Kriminelle Machenschaften. So, jetzt habe ich die Schanze erreicht, dieses Wohngebiet. Da ist jetzt vorab, sind hier noch so Schrebergärten. Das habe ich auch gesehen in der Karte, in der heutigen aktuellen Karte, dass hier Schrebergärten sind. Und ja, eigentlich ganz hübsch, aber hier sind Menschen gestorben. Und ich möchte hier nie, 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 nie wohnen, nachdem ich jetzt das wirklich auch mir ins Bewusstsein gerufen habe, was hier los war. Ja, man kann noch sagen, ja, hier ungefähr noch 500 Meter. Und hier ungefähr noch einen Kilometer runter, so groß waren diese Rheinwiesenlager oder dieses Rheinwiesenlager in Heilbronn-Böckingen. Ja, unglaublich. So, ich schließe jetzt das Video und hoffe, dass es gut ankommt. Ich muss mal gucken, wie ich das mache mit der Datenmenge. Richtig klein zu machen, so dass man es auch über WhatsApp oder über Telegram versenden kann. Also, ich sag dann mal Tschüss. Ja, ein ganz angetaner Joe Joachim ist schon mein richtiger Name. Ja, bis dann, ne? Ciao. Ciao.